Hallo zusammen, ich bin schon ein bisschen unterwegs und zwar heute rund um die Stadt Warstein und Belecke, so in den Wäldern. Die rechte Seite von den Städten aus kenne ich, die Wälder halbwegs, die linke Seite war ich noch nie. Und da fange ich heute mal mit an, mit so einer mehr oder weniger, ja, planlos Wanderung. Also, wenn ihr Bock drauf habt, bleibt dran und wir sehen und hören uns. Das sieht erstmal nicht so aus, als wenn ich hier noch richtig bin. Ach, ja gut, doch. Naturschutzgebiet. Geht's da weiter oder da oben? Ah, hier ist wieder ein Hinweisschild. Die Treisequelle. Die entspringt hier wohl unterhalb. Ja gut, dann schauen wir uns das doch erst an. Dann wird das hier vorne sein. Ja gut, da kann man jetzt glaube ich nicht ganz viel erkennen. Aber schauen wir mal nach. Ich bin jetzt übrigens wieder zu Fuß unterwegs, weil hier, wie ihr an den Untergründen seht, ist hier nicht ganz viel machbar mit dem Longboard. Selbst zu Fuß muss man aufpassen, weil man durchs Laub hier überhaupt nicht sieht, wo man hintritt. Naja, hier ist auf jeden Fall die Quelle. Ich stehe mittendrin. Auch die scheint trocken zu sein. Hier steht ein schönes Schild. Naturschutzgebiet Oberhagen. 11 Hektar groß. Grundstein devonischer Massenkalk, bestehend aus Mischwald, Stieleiche, Hainbuche, Rotbuche, Bergahorn, Eberesche und Holunder. Mit einer artenreichen und strukturell vielfältigen Krautschicht. Wie Buschwindröschen, Lungenkraut, Schaboxkraut, Schlüsselbume, Einbeere, Ahornstab, Türken, Buntlilie, geflecktes Knabenkraut. Stark schüttende Karstquelle, Treisequelle, was auch immer das ist. Wanderer, schütze deine Heimat, bleib auf den Wegen. Sofern ein Weg zu erkennen ist, werde ich mich da natürlich dran halten. Jetzt geht's hier erstmal schön hoch. Hier ist auch überall dieses Gestein schön zu erkennen, wie auch dort oben. Schön abwechslungsreich. Und so ein Mischwald ist eh interessanter als Monokulturen. Ja, das sieht doch schon interessant aus. Betreten verboten, Lebensgefahr, Absturzkante. Da muss man ja gucken, oder? Oh, wow. Schaut euch das an. So ein richtiges Höhlensystem, was da runter geht. Ich zoome mal ein bisschen da rein. Interessant aus. Ich schaue mal, ob man hier noch einen anderen Blickwinkel hat. Aber das gefällt mir schon sehr. Ja, hier ist der Fels, der da in der Mitte liegt, mal von der anderen Seite zu sehen. Echt beeindruckendes Steinchen. Ich würde sagen, 6 Meter hoch und im Durchmesser, ja, auch so ungefähr 6 Meter. Also der hat schon ordentlich Masse. Aber im Hintergrund ist noch ein Loch zu sehen. Da werde ich jetzt mal rüberlaufen. Also man kann das Ganze gar nicht alles einfangen mit der Kamera. So riesig ist dieser Krater. Ich versuche es einfach mal so ein bisschen mit dem Schwenken hier. Da das Ganze eingezäunt ist, ist es halt recht schwierig so zu filmen. Ich versuch's mal und wenn nicht, tut's mir leid. Ich probiere mein Möglichstes. Auch hier wieder schön zu sehen, diese einzelnen, ja, Höhleneingänge. Ob es nur Vertiefungen sind oder Höhlen, kann ich ja nicht beurteilen von hier. Aber Riesenteil. Das Gelände hier an sich, die Einzäunung, hat eine Größe von 25 mal knapp 60 Meter.
Da könnt ihr euch vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie groß dieses ganze Erdloch ist, dieser Krater hier. Wahnsinn. Ja, das ist der Preis dafür, wenn man solche Ecken sehen will. Man muss echt hier durchs Unterholz krauchen. Hier ist auch das ein oder andere schon mal abgestürzt, wie man sieht. Aber es lohnt sich definitiv. Boah, guckt mal hier durch. Ich hoffe, man erkennt das nachher alles. Ich zoome es mal ein bisschen ran. Und schwenke, das ist die Oberkante. Und dann geht es bestimmt 15, 20 Meter runter. Weltklasse. Jetzt komme ich seit Jahren auf die andere Seite vom Wald, wo Tausende von Menschen mittlerweile rumrennen. Und hier nirgends jemand. Nirgends. Und dann sowas. Ich glaube, man kann hier aufgrund des Laubes auch gut erkennen, dass hier so gut wie nie einer herkommt. Also hier sind keine Laubspuren, Radspuren oder sonst was. Ich bin so geflasht von diesem Felsloch. Irre. Hier war jetzt wieder eine Gabelung vom Weg. Also ich glaube, es ist ein Weg, vielleicht ist es auch nur ein Trampelpfad. Aber ich mache das so, wie ich es immer mache, wenn ich irgendwo neu bin. Oh, hier kommt sogar eine Bank, dann ist es ein Weg. Naja, wie gesagt, wenn ich irgendwo neu bin, drehe ich meine Runden immer erst die kleinste Runde und vergrößere den Radius dann jedes Mal, um auch eine gute Orientierung zu haben und um nichts zu verpassen letztendlich. Weil es ist nun mal so, ne? Man kann ja einmal hier Außenrunde vom Wald rennen, kein Problem, aber dadurch hat man ja im Wald nichts gesehen. Und deswegen achte ich immer auf so kleine Spuren wie hier oder hier. Aber ich nehme, glaube ich, diese erstmal. Auch interessant zu sehen, hier hat es eine Eiche entwurzelt. Und ja, das Ganze ist schon länger her, gehe ich mal von aus, weil hier schon das nächste nachgewachsen ist. Aber wie die Wurzeln sich hier in die Steine rein verästelt haben, ist doch beeindruckend, dass sie sich immer ihren Weg suchen, oder? Nur Halt hat sie halt in dem Boden nicht gehabt anscheinend. Auch wieder so ein Schild, was ja eigentlich reizt, hier weiterzugehen, weil der Weg sieht so aus, als wenn es da runter geht, dieser Trampelpfad. Aber der Stacheldraht hier spricht eine andere Sprache. Und man hat hier auch den Blick im Grunde auf diese Abrisskante. Ich sag mal, 10 Meter vor mir geht es runter. Da seht ihr auch die Stadt Warstein dann schon wieder. Das hätte wenig Sinn, bis an die Kante zu gehen, behaupte ich jetzt einfach mal. Aber vielleicht gibt es ja da in die Richtung noch eine andere Möglichkeit. Also hier hatte man mehr oder weniger gut die Möglichkeit, mal an diese Abrisskante dran zu kommen. Den letzten Meter spare ich mir, weil man nicht sieht, ob das nur noch hier grün ist vor mir oder ob da noch was an Erde drunter ist. Und ich hoffe, ihr erkennt das überhaupt. Ich versuche mal das Ganze so ein bisschen ranzuzoomen und zu schwenken, weil das Geäst ist hier schon recht dicht. Aber da geht es ordentlich runter. Mal aus dem Zoom rausgehen, ob man die gegenüberliegende Seite erkennt. Also das hat schon was hier. Wow. Ich kriege gerade so ein Flausziehen im Magen. Ich glaube, ich gehe mal weiter. Ich habe es ja nicht immer so mit der Höhe, wenn das irgendwie so ein bisschen unsicher wird. Und das fühlt sich gerade irgendwie unsicher an. Also, bis gleich. Ja, so sieht's aus. Wieder eine halbe Stunde weiter und ich bin jetzt auf der anderen Seite des Steinbruchs. Aber leider raus aus dem Wald. Weil der eine Weg hier an dem Feldweg endete. Aber auch von hier hat man einen schönen Blick auf die Stadt Warstein. Was auch nicht zu verachten ist, finde ich. Drüben mit der Kirche, das sieht toll aus. Vielleicht gehe ich da gleich auch nochmal hoch. Da sind auch so ein paar schöne alte Fachwerkhäuser. Ich zoome mal wieder.
damit ihr seht, was ich meine. Aber jetzt suche ich mir erstmal ein Plätzchen, wo ich einen kleinen Happen essen kann. Ich habe nämlich langsam Schmacht. Wenn man hier so durchs Unterholz stapft, hier sind überall solche Verwerfungen. Ja genau, Verwerfung heißen diese Löcher, oder? Naja, wenn es einer von euch genau weiß, schreibt es mir doch bitte mal unten in die Kommentare. Und hier auch nochmal. Wodurch das alles genau passiert, weiß ich nicht. Wasser, Ausspülungen oder einfach eine Laune der Natur. So, wie ihr hoffentlich gut erkennen könnt, bin ich jetzt hier oben an dieser alten St. Pankratius-Kirche angekommen. Es geht deutlich hoch, wenn man hier hin möchte. Und jetzt wollen wir mal schauen, inwieweit sich der Weg gelohnt hat. Aber ich sehe schon alleine der Blick hier. Lohnt sich. Warsteiner Wallfahrt nach Werl. Ja, das machen wir heute wohl nicht mehr. Entschuldigt, wenn ich ein bisschen schnaufe. Ja, genau jetzt gerade war der Akku leer, aber diesmal habe ich Ersatzakkus mit. Und jetzt schnaufe ich auch nicht mehr so. Durch den Akkuwechsel konnte ich erstmal Luft holen. Also die Aussicht von hier oben ist toll. Was das Ganze so ein bisschen trübt ist, hier die ganzen Kronkorken und kaputten Wodkaflaschen. Aber daran lassen wir uns jetzt mal nicht stören. Hier hat man auch einen schönen Blick unten auf die andere Kirche. Ich zoome das Ganze mal ein bisschen. Ich gucke genau in die Sonne, deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich das hier so... Ah doch, jetzt sehe ich was. Auch sehr schön. Diese gotischen Verzierungen. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich aufgehört habe zu reden, weil ich wohl den leeren gegen den leeren Akku getauscht habe und daher jetzt den dritten Akku reingemacht habe, aber der scheint voll zu sein. Hoffe ich zumindest. Oder die haben jetzt ein Problem mit der Kälte hier, weil ich die über Nacht im Auto liegen lassen hatte. Soll man ja nicht. Aber ich habe es vergessen. Was soll ich machen? Naja, auf jeden Fall mache ich jetzt hier mal so einen Schwenk und einen Rundgang um die Kirche, um zu sehen, was hier so gibt. Ja, auch interessant. Moderner Spielplatz direkt hier unterhalb der Kirche. Ah, mir läuft die Nase. Ist so schön in der Sonne, aber doch recht frisch. Ja gut. Hier geht man jetzt an diesen ganzen Säulen vorbei. Die zeige ich euch nicht alle einzeln. Soll ja kein Kirchenvideo sein. Aber der Weg hier hoch hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich würde dann auch sagen, wie immer mit diesen schönen Bildern verabschiede ich mich von euch. Schön, dass ihr euch das Ganze wieder angeschaut habt. Und auch wenn die Wanderungen für euch nicht so interessant sind, das sieht man ja auch so ein bisschen an den Aufrufen. Mir macht Spaß, ich werde es weitermachen. Ich dokumentiere das Ganze ein bisschen. Wem es gefällt, schaut es sich an und wer nicht, der halt nicht. Mir geht es hier nicht um die Klicks, mir geht es eigentlich eher so um dieses Mitteilen und euch das Ganze zeigen. Also, macht's gut, euer Markus.